Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Tag von mir und zwar zu dem Ich liebe Frühling bzw. Ich Herz Frühling Tag. Den hat die liebe Mika, ich meine, sie hat den sich sogar ausgedacht. Vielen Dank an dich auf jeden Fall fürs Taggen von Mika Liest. Den Kanal und das Video findet ihr natürlich in der Infobox und fangen wir auch gleich mal an. Und dein Name ist ja Programm, weil den Frühling, April, ich habe im April Geburtstag, natürlich liebe ich den Frühling. Okay, erste Frage. Wie ist der Frühling da, wo du lebst? Ich würde sagen, so ziemlich wie im Lehrbuch. Also, es fängt an, grün zu werden und es fängt an, warm zu werden und schön und toll und ja. Also ganz normal Frühling halt. Ich wohne jetzt nicht irgendwo, wo es keine Jahreszeiten gäbe oder sowas. Schön im Taunus, im Hessen. Und wir haben hier einen sehr, sehr schönen Frühling meistens. Also letztes Jahr war sogar ziemlich, ziemlich warm, meine ich mich zu erinnern. Ja, also eigentlich haben wir immer einen sehr, sehr schönen Frühling hier. Dann zweite Frage. Auf welche Neuerscheinung freust du dich diesen Frühling am meisten? Also ich habe mir vier Sachen aufgeschrieben. Zwei davon sind schon erschienen. Für mich ist Frühling März, April, Mai. Das stimmt doch, oder? Das habe ich mal so gelernt in der Schule. Auf jeden Fall im März ist erschienen die Bestimmung 3. Habe ich leider noch nicht. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr drauf gefreut und bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil über dieses Ende, da gibt es ja sehr viel Empörung, würde ich mal sagen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und über Zeitenzauber 3 habe ich mich auch sehr gefreut, dass das jetzt erschienen ist und werde ich mir dann auch im Mai nach meinem Buchverbot zulegen und dann werde ich auch diese Trilogie beenden. Ich glaube ja, dass es dann abgeschlossen ist. Auf jeden Fall freue ich mich unglaublich, endlich wieder eine Zeitreise zu machen. Ich glaube, diesmal geht es ja nach London und oh, da freue ich mich total drauf. Und dann erscheinen, irgendwie im April habe ich jetzt keine Erscheinungen so in meinem Kopf gehabt. Auf jeden Fall im Mai erscheinen noch zwei Bücher, auf die ich auch wahnsinnig brenne. Zum einen mal die Fortsetzung von Weil ich Laken liebe und zwar Weil ich Will liebe. Da freue ich mich sehr drauf, aber ich bin sehr skeptisch, weil der erste Band war ja so ein mega Knallerbuch für mich. Eines meiner absoluten Highlights für immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der zweite Teil da auch nur annähernd rankommt. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber bin sehr skeptisch. Aber natürlich muss ich unbedingt weiterlesen, weil ich Will und Laken so, so gerne mochte. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und worauf ich mich eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr freue. Und das ist so richtig asozial. Ich habe mich so, so geärgert. Ich war so, so stinksauer, weil eigentlich sollte dieses Buch letztes Jahr im Herbst erscheinen. Und ich hatte die ersten beiden Bände so im Mai, Juni, meine ich, gelesen letztes Jahr. Und dann hieß es ja, im Herbst kommt dann der dritte Teil und beendet die Trilogie. Und er kam nicht. Und dann irgendwann habe ich bei Amazon, Thalia, Weltbild und überall gelesen, ja, Erscheinung nächstes Jahr im Mai. Ich nur so, was? Wollt ihr mich verarschen? Ich war stinkwütend und auf jeden Fall kommt es, und ich schwöre, wenn dieses Buch wieder nach hinten verschoben wird mit dem Erscheinungstermin, dann raste ich aber aus, echt, dann laufe ich amok, weil ich jetzt verdammt nochmal diese Trilogie endlich beenden will. Und es hat so scheiße mies aufgehört, der zweite Teil. Und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und zwar spreche ich von Ewiglich 3, Ewiglich die Liebe heißt der dann. Ja. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und das soll jetzt auf jeden Fall im Mai erscheinen. Und ich schwöre, ich laufe amok, wenn es das nicht tut. Ja, da ist auf jeden Fall, ich glaube, da freue ich mich mit am meisten überhaupt drauf. So, dann drittens. Zeig uns ein Buchcover, bei dem du an Frühling denkst. Und da habe ich mir ausgesucht, Einfach Liebe von Tamara Webber. Ich finde einfach, dass das irgendwie total frühlingshaft ist. Erstmal ist es pink und blau und das ist ja eh schon voll meins. Und dann haben wir hier oben so, ja, so sprießende Knospen und Vöglein und die Farben. Und dann ist ein Pärchen, was sich küsst. Und ja, ich finde, das ist irgendwie total Frühling und schön. Und ja, das erinnert mich auf jeden Fall an Frühling. Finde ich sehr, sehr schön, das Cover. Aber lasst euch davon nicht erschrecken, ne? Es ist nicht so kitschi-bitschi, es ist nicht so kitschig, wie es aussieht. Also guckt euch mein Video dazu an, da sage ich es auch nochmal, dass das Cover hier nicht unbedingt Programm ist. Dann vierte Frage, wo wirst du diesen Frühling überall lesen, Urlaub etc.? Ich werde diesen Frühling zu Hause auf meinem Bett lesen, vielleicht auf einem Gartenstuhl im Balkon.
auf dem Balkon. Und das war's dann auch schon wieder, vielleicht auch in der Uni, aber das war's dann. Ich fahre nicht weg, leider, und ja, ich lese meistens sowieso abends im Bett. Und das werde ich auch im Frühling tun. Ja, dann 5. Frage. Finde ein Cover mit einer Sonne drauf. Und das ist so schwer. Das ist richtig schwer. Monde, ich hätte tausende von Monden gehabt, aber Sonne? Sonne ist richtig schwer. Und dann habe ich aber doch noch eins gefunden. Und zwar handelt es sich hierbei um Halo von Alexandra Adonetto. Und wie wir hier ganz deutlich sehen, ist da eine Sonne drauf. Ja, man sieht sogar hier noch diesen Schein. Seht ihr es? Es ist die Sonne. Ja, das habe ich aber noch nicht gelesen. Will ich aber unbedingt nochmal tun. Da gibt es ja, die ist inzwischen ja auch schon komplett, diese Trilogie. Ja, ich finde das auch irgendwie voll hübsch. Ich finde das sehr hübsch. Aber irgendwie hat es mich noch nicht so gepackt. Dann 6. Frage. Was für Bücher liest du im Frühling am liebsten? Und das kann ich eigentlich nur beantworten mit alle. Ich habe, ja gut, vielleicht lese ich mehr so fröhliche Geschichten im Frühling. Aber das weiß man ja auch nicht immer vorher. Aber generell, gut, ich schätze, ich würde jetzt nicht unbedingt zu einer Geschichte greifen, von der ich weiß, dass sie im dicksten Winter spielt, wo es schneit und kalt ist und Erfrierungsgefahr besteht und so. Das würde ich wahrscheinlich, wobei, wenn es mich packt, dann packt es mich. Aber würde ich jetzt mal behaupten, dass ich da jetzt das eher umgehen würde. Aber ansonsten, ich mache mir keine Listen, habe irgendwie nie sowas wie so ein Sommersub oder so. Ich finde das faszinierend, wenn sich Leute vornehmen können, was sie lesen wollen, weil bei mir, das klappt nicht. Das klappt einfach nicht, weil ich mache ein Buch zu und dann gucke ich in mein Regal und denke, du bist es, dich lese ich jetzt. Oder ich gehe in einen Buchladen und denke, du bist es, du kommst jetzt mit. Und von daher, das ist völlig egal, was das dann für ein Genre ist. Wenn es mich packt, dann packt es mich und ja, da ist dann auch die Außentemperatur völlig egal. So, und 7. Frage. Finde ein Buch mit vielen verschiedenen Farben drauf. Das war schon einfacher. Und zwar habe ich mir da ausgesucht Ich und Earl und das sterbende Mädchen von Jesse Andrews. Also wenn das nicht bunt ist, ne, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja. Ich freue mich eigentlich sehr darauf, das Buch zu lesen. Ich weiß, dass es bei den Amerikanern total gehypt wird. Ich habe jetzt allerdings schon von einigen Leuten erfahren, die das gelesen haben, dass es nicht so toll sein soll. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mich voll drauf gefreut habe. Ja. Das verunsichert mich dann halt doch auch wieder. Aber ich habe es hier. Irgendwann wird es wohl schon noch gelesen werden. So, das war es eigentlich im Prinzip schon, denn die 8. Frage ist, wen taggst du? Und das mache ich ja sowieso, also ich tagge ja fast immer Leute. Und ja, das war der Tag eigentlich schon. Mir ging das jetzt sehr, sehr schnell. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir natürlich gerne die Kommentare auch ein paar Fragen beantworten. Mich würde sehr interessieren, ob ihr ein Cover habt, wo eine Sonne drauf ist, weil das super schwer war, finde ich persönlich, ja. Dann tagge ich mal los. Irgendwie habe ich heute so ein bisschen zähen Kaugummi-Sprachfluss. Wisst ihr, was ich meine? Aber hab ich eigentlich immer. Auf jeden Fall tagge ich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Marie, die Vanni, die Agathe, die Sarah, die Mandy Booknot, den Tobi, Nini und Jessie, Biene, Patty Brand, die Ruby, die Prinzessin Anne und die Maria. So, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.